Servus, Freunde da draußen. Heute gibt's Picanha. Aber ihr habt zum Beispiel keine Rotisserie, hat ja auch nicht jeder. Und da haben wir für euch die Lösung, was ihr dafür braucht und wie wir das machen nach dem Intro. Wir brauchen für unser Picanha, brauchen wir eigentlich gar nicht viel. Einfach ein schönes Stück Tafelspitz vom Metzger eures Vertrauens. Also man sieht hier, das ist jetzt nicht das klassische Picanha, weil hier fehlt der Fettdeckel. Also der Fettdeckel wollen wir im Picanha natürlich drauf haben. Hier haben wir geiles Fett, hier ein bisschen weniger und hier auch. Aber man muss dazu sagen, eigentlich wäre das ja auch so, dass man bei Picanha nur den Spitz essen würde. Dann fehlt natürlich der Fettdeckel. Aber wir wollen es nicht im Internet bestellen. Wir haben geile Metzger hier und das ist das Resultat. Und wir wollen euch zeigen, dass es richtig geil funktioniert, auch so. Und das ist ein richtig geiles Stück Fleisch, das hat so viel Geld gekostet. Gordon hat sein Auto, der fährt jetzt nur noch mit dem Fahrrad. Der kann sich keinen Sprit mehr leisten. Was brauchen wir? Natürlich 2 Kilo Tafelspitz, ein geiles scharfes Messer. Das Salz haben wir gar nicht aufgebaut. Ein Salz, also ein grobes Meersalz, kein feines. Und wir haben hier Spieße. Das sind Churrasco-Spieße. Wenn ihr die nicht habt, nehmt einfach riesengroße Schaschlik-Spieße. Das geht genauso. Hier habt ihr natürlich den Vorteil, das seht ihr ja so, wenn ihr das Fleisch aufspießt, dann rutscht es nicht hin und her. Wenn ihr jetzt einen runden Spieß hättet, dann rutscht euch das Fleisch. Ist das semi-optimal. Aber egal, ihr macht so, Resultat wird trotzdem geil. Wir haben diese Spieße da, dann nutzen wir die, aber diesmal ohne Roti. Als allererstes müssen wir natürlich unser Fleisch schneiden. Ich werde die Stücke jetzt schneiden in 20 cm breite Stücke. Warum 20 cm? Der Gordon lacht schon. 20 cm werdet ihr gleich sehen. Sind für Männer natürlich ganz anders. 20 cm Männermaße sind andere Maße. Also, wir machen 20 cm. Und hier sind unsere 20 cm. Richtig schön runterschneiden. Da braucht ihr natürlich ein richtig scharfes Messer. Zack, aufklappen. Und schaut euch die Marmorierung an. Sehr geil. Dann wieder 20 cm. Und so lang, bis nichts mehr vom Tafelspitz über ist. Und jetzt fangen wir auf zum Spießen an. Wir haben es jetzt geschnitten. Jetzt guckt euch das hier an. Das Stück Fleisch ist perfekt für Picanha. Richtig schöner Fettdeckel oben drauf. Schönes marmoriertes Fleisch vom Tafelspitz. Sagt man noch von der deutschen Ferse, um 3 Wochen abgehangen. Auf jeden Fall, damit es schön zart wird. Weil das wird ja, im Prinzip ist es ja kurz gebraten. Ja. Okay. Und deswegen ist wichtig. Also wichtig ist, ich habe der Gordon ja gehört im Hintergrund, der sagt mir dann immer, was ich zum Tun soll. Ich sage es euch jetzt nicht, oder doch, ich sage es euch nochmal. Es muss mal 3 Wochen, ist ganz wichtig, ist von der deutschen Ferse, ich wiederhole es, ich hoffe, ich kriegst so geil hin, wie es er mir erklärt hat. Deutschen Ferse, 3 Wochen abgehangen, perfekt. Und so muss sein. Aber jetzt fangen wir an, guckt euch, ich weiß nicht, das habe ich schon mal erzählt, aber ich mache es nochmal. Das ist ein perfektes Stück. Schöner Fettdeckel, schönes marmoriertes Fleisch, geil. Das hier, naja. Geht so. Geiler Fettdeckel, scheiße. Aber schmeckt trotzdem geil. Werdet ihr gleich sehen. Jetzt fangen wir mit Aufspießen an. Und ihr merkt, das geht so schnell. Das ist einfach das Geilste. Und ihr habt Fleisch. Fleisch. Wer will kein Fleisch? Ja, ich wollte eigentlich schon immer einen vegetarischen, veganer Kanal. Aber jetzt fangen wir an zum Aufspießen. Wir können das Ding jetzt natürlich nicht so aufspießen. Dann hängt das so rum. Wir müssen das jetzt schön... Nee. Nein. Doch, ich spieße das jetzt nein. So. Und wir spießen das natürlich auf. Jetzt nimmt es nicht so, weil wir wollen den Fettdeckel natürlich außen haben. Ihr nehmt es jetzt so und dann spießt er dadurch. Ich muss jetzt irgendwie anders hinlegen, weil sonst weiß ich, dann läuft gleich das Blut mit. Dass ich das sehen kann. Ja, ich weiß. Es wird jetzt aber schwierig. Ich mache es jetzt so. So und piek's jetzt einfach dadurch. Weißt du, ich habe Angst. Mhm. Und da läuft es durch. Das schiebt es natürlich so weit, wie es geht, ein bisschen so auseinander. Und jetzt kommt einfach das nächste Stück. Bisschen zusammen. Wir machen jetzt 2 Spieße, ja? Dann nehmen wir die geileren Stücken. Mhm. So, das gleiche mit dem auch wieder. Einfach aufspießen. Einfach, ich guck, sagt, ich habe echt Angst um meine Griffe. Zack. Dann wird es schwierig. Nimm das ja. Dann auch nochmal durch.
passt wirklich auf eure Finger auf. Ihr habt mir da schon mal richtig wehtan. Und so sieht es der geile Spieß aus. Das machen wir jetzt mit dem zweiten und dann kommt das Ding genau so auf den Grill. Kommt es nicht, weil es wird noch gesalzen. Und bevor wir jetzt unser Picanha auf den Grill packen, müssen wir es natürlich salzen. Das machen wir jetzt. Wir haben hier grobes Meersalz mit einem schönen Löffel, sonst kommen meine Griffel da nicht rein. Und so mit dem Finger. Und jetzt salzen wir einfach das Picanha. Da darfst du üppig Salz drauf machen, weil da fällt natürlich auch beim Drehen immer wieder was runter. Und so ist unser Picanha-Spieß bereit auf dem Grill. Ich bereite es mit der andere vor, bereite dann der Grill vor und dann kommt der auf den Grill, wenn ich alles vorbereitet habe für den Grill. Jetzt haben wir unseren Grill vorbereitet. Wir haben jetzt eine indirekte Zone. Wir brauchen jetzt keine direkte Zone. Also wir haben unsere Weberkurbel genommen, zwei Kohlekörbe, da darf man nicht so weit hinlangen, weil es Spock heiß. Rechts und links Hitze. Ohne Gedanken, heiß. Der Rest scheißegal. Einfach heiß machen. Und jetzt haben wir unsere Spieße. Die nehmen wir jetzt so. Und da wir keine Roti haben, legen wir den Spieß jetzt so drauf. So, einen, der zweite so drauf. Und dann lassen wir es richtig geil angrillen. Zack. Hört ihr das Geräusch? Ihr habt jetzt natürlich ein Problem. Bei der Roti könnt ihr wahrscheinlich schnell wegrennen. Gar kein Thema. Hier müsst ihr alles mit Hand drehen. Drum darf natürlich eins nicht fehlen. Eine Gabel, ein schönes Zäpfle, die Folie abmachen, Bier aufmachen. Schon wieder Folie. Oh. So. Und dann auf euch immer schön drehen, Bier trinken. Und so machen wir das, bis es fertig ist. Wir haben die Kohlekörbe jetzt alle zusammengeschoben, weil wir brauchen richtig Hitze. Wir haben zuerst indirekt, dass wir ein bisschen die Grundgarung, keine Ahnung, hört sich jetzt blöd an, ist ja wahrscheinlich ein Bullshit, aber egal. Und dann haben wir alles zusammengeschoben und jetzt sieht er richtig Flammen. So muss das sein, Churrasco, da die Flamme muss immer das Fleisch küssen und ihr müsst halt immer drehen. Und deswegen ist der Fettdeckel auch so verdammt wichtig, weil das Fett tropft nach unten, fängt an zu brennen und ihr kriegt die Flamme hoch. Und dann wird das so geil. Aber wir haben einen Spieß. Das schneiden wir jetzt gleich mal an. Den holen wir jetzt runter. Guckt euch das an, wie das brutzelt, wie das tut. Und jetzt braucht ihr ein scharfes Messer und dann schneidet ihr einfach so Droschen runter. Also wie ein Döner, glaube ich. Wie ein Döner. Und ganz dünn. Guckt euch das mal an. So schneiden wir jetzt einfach Fleisch runter. Komplett. No. Guckt euch das an. Boah, das ist... So, machen wir hier noch ein Stückchen und dann würde ich sagen, packen wir es wieder auf den Grill. Und das Fett muss runter. Oh, ich schmeiß die Hälfte weg. Und dann ist unser zweiter Spieß eigentlich auch schon so weit. Zack. Packen wir das wieder drauf. Unser zweiter Spieß ist soweit, dann können wir da runterschneiden. Jetzt würde ich aber sagen, jetzt kommt mal der Gordon gleich mal vor die Kamera und dann werden wir probieren. Falls ihr keinen Bock habt, uns beim Schmatzen zuzugehen, habt ihr jetzt nämlich Pech, weil das wird so geil, dann müsst ihr uns zugucken. Und da ist er, gute Mann, haben wir. Ja, passt. Und da brauchen wir eigentlich gar nicht viel, außer vielleicht ein bisschen Chimichurri oder so, wenn es das passt gut dazu. Und das Video hierzu, zu dem Chimichurri, wo wir es schon mal selber gemacht haben, haben wir euch hier oben verlinkt. Und jetzt wird es einfach gekostet. Ich nehme mit Fettdeckel. Boah, mega zart. Sehr geil.
Sehr, sehr geil. Absoluter Traum. Sehr geil. Guck mal. Total zart. Das ist geil. Sehr geil. Aber nicht vergessen, nur lauter quatschen und kosten. Immer wieder drehen. Wieder drehen. Ganz wichtig. Und es macht richtig Spaß, wenn du nicht nur unbedingt sogar alleine am Grill stehst, sondern ein paar Leute außen rum, stellst du den Grill in der Mitte halt auf, schneidest groß was runter, reißt ein bisschen Brot dazu, ein bisschen Chimichurri. Mega geil. Also das ist Grillen. Das macht einem einfach nur Spaß. Definitiv. Ich würde aber sagen, ihr macht es so nach. Ja. Das kann jeder. Das Ganze braucht nur Spieße. Habt ihr oder schreiben wir euch nochmal. Das ganze Rezept schreiben wir euch nochmal auf www.mgbarbecue.de. Unsere Homepage, da stehen nur Rezepte drauf von allen Rezepten, die wir bis jetzt gemacht haben in der letzten Zeit. Und besucht es einfach mal. Uns würde es übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen Daumen nach oben geben würdet, die Glocke abonniert, dann erfahrt ihr nämlich immer. Du sagst immer die Glocke abonnieren. Die Glocke aktivieren und uns abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, weil heute, aber auch nur heute, ist das Abo sogar kostenlos. Deswegen abonnieren, nicht vergessen. Uns bleibt gar nicht viel weiter zu sagen, außer dass wir jetzt gleich wieder weiterdrehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Mal wieder, und zwar, wenn es wieder heißt, MG Barbecue. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Was aber, die erste Schicht ist halt salzig ohne Ende. Aber, sehr geil. Also, ich muss echt sagen, ist letztes Mal scheiße gewesen. Ist jetzt gut. War gut für mich, dass